Wie sieht es mit der Auslastung eigentlich aus von dem Trainingsraum? Ja, das geht. Okay, die haben Hunger. Alles klar, dürfen sie? Da kommen gerade keine, da kommen gerade keine. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich das gut oder schlecht finden soll, dass da gerade keine kommen. Weil das natürlich im Gegenzug auch bedeutet, dass da jetzt demnächst mächtigere Kreaturen kommen werden. Achtung, der Ritter kommt. Im Namen des Guten, wir sollten euch besiegen. Oh je. Ja, ich hätte sie eigentlich noch ein Weilchen trainieren lassen können. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Weg. Eure Kreaturen unterliegen den Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt dieses Königreich erobert. Der Ruhm ist euer, wahrhaftig. Ihr seid würdig, den Titel Dungeon Keeper zu tragen. Hui, dafür, dass es so ein Terzgrad war, war die Karte eigentlich echt recht billig. Das Einzige, worum es mir leid tut, ist eben, dass so viele eiserne Jungfrauen ich verloren habe. Aber wenigstens haben wir jetzt diese Karte gewonnen und ich kann mich in Ruhe der Ausbeutung dieser Schätze widmen. Also der Ausbeute, ne? Dieses Königreich wird jetzt sukzessive erobert. So, hier zum Beispiel wird noch ein Imp generiert. Ja, ist ja gut. So. Das ist ein bisschen schade, dass meine Imps die ganze Zeit dran sterben. Okay. Das gehört jetzt uns. Das Gold hier wollte ich natürlich mitnehmen. Dann suche ich die nächste Schatzkammer. Und werf da das Gold ab. So. Und dann gibt's hier quasi den nächsten Imp. Der dann mal die Gebiete hier erobert. So, wie gesagt, das Einzige, worum es mir wirklich leid tut, ist, dass ich die vielen eisernen Jungfrauen verloren habe. Aber ich habe ja jetzt wieder welche. Und vor allem... kann die jetzt hier ja mal Randale machen. Sehr schön. So, die organisieren sich dann selber. Zauberer habe ich eine Menge verloren, das ist mir eigentlich gerade egal. Gibt es eigentlich noch was zu forschen? Den Köderraum. Ich habe einen Teufler jetzt inzwischen. Na, der kommt ja pünktlich. Der kommt echt pünktlich. Genau dann, wenn ich ihn brauche. So. Ich speichere nochmal. Ziel gespeichert.
Die vorherige Mission, die brauche ich ja auch nicht mehr. Die eiserne Jungfrau, die ich da ja mitnehmen wollte, die konnte ich nicht mitnehmen. Gespeichert. Kann ich auch überschreiben. Ihr habt ein verborgenes Königreich gefunden. Begebt euch dahin, wenn ihr dieses Land erobert habt. Haben wir ja schon. Dann müsste ich ja wieder Imps verloren haben bis zum Abwinken, wenn es hier so eine Indie-Falle gab. Naja, ist er jetzt auch nicht mehr wirklich kriegsentscheidend. So, das Gold hier ist alles abgebaut. Das heißt, hier und hier stellen sich jetzt auch noch Leute an. Da oben habe ich auch noch die Gelegenheit, Gold abzubauen. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Wieder mal eine Schatzkammer. Korrekt. Ausgezeichnet. Ich möchte da oben hin. Und dann werden wir wieder hier das Gold uns aneignen. Das ist eigentlich alles nicht mehr nötig. Ich möchte aber meine Kreaturen noch trainieren, weil ich vermute, dass es irgendwo noch einen Kreaturentransfer gibt. Den ich dann natürlich auch benutzen möchte. Dich nicht. Dich. Okay. Gut, dann untersuchen wir die Karte nochmal, ob es vielleicht irgendwo noch was Geheimes, Verstecktes geben könnte. Sieht aber eigentlich alles gerade relativ harmlos aus. Das ist doch alles unser gerade, oder? Wieso ist denn das noch von weißem Zeug umgeben eigentlich? Die Schatzkammer ist doch meine. Was soll denn der Quatsch denn? Ach so, weil die Tür nicht meine ist. Ja klar. So, dann nehme ich doch mal den Drachen hier. Jo, und greif selber mal ein bisschen zum Geld. Und lass es in die Schatzkammer fallen. Hier, hier, hier und hier. So. Ich drehe mal wieder die Karte ein bisschen, genau, damit es besser aussieht. Gut. Ihr trainiert schön alle weiter. Der Drache treibt sich wo rum? Einen Vampir habe ich nicht. Ein Teufler. Der soll gefälligst auch trainieren. So, eigentlich ist das ja alles gar nicht mehr nötig und eigentlich, wenn ich mir das recht überlege, brauche ich ja auch eigentlich gar keinen Kreaturentransfer. Wobei ich schon gerne wissen würde, was sich hier hinter verbirgt. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Ah. Gut, dann machen wir hier doch mal einen Blitzschlag. Das gegen die Viecher im Prinzip das Effektivste. So. Impossimitum. Impossimitum. Genau. Du eroberst den Spaß hier.
Dann können wir noch schauen, was hier hinten. Ach ja, hier hinten ist nichts mehr. War hier oben noch eine Tür? Ja, hier oben war noch eine Tür. Diesmal. Fauler Zauberer. Noch ein fauler Zauberer. So. Das war jetzt absolut Geldverschwendung. Sichern. Verstärkt euren gesamten Dungeon. So, dann renn mal los und erobere den restliches Gebiet, beziehungsweise die restlichen Gebiete. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich mein Level 10 Imp verloren habe. Denn so Level 10 Imps sind echt genial. Sichern. Ist eigentlich nicht mehr nötig. Ja, also eigentlich brauchen wir eine Karte jetzt nicht mehr groß weiterspielen. Gibt's hier unten noch nicht? Doch, hier unten. Unsere Kreaturen werden angegriffen. Bösen Blick habe ich leider nicht. Sonst wären die Kreaturen da drin natürlich schon längst tot. Wobei dieser Zauberer. Unsere Kreaturen werden angegriffen. Unsere Kreaturen unterliegen. Jetzt echt sterben wird. Level steigern. So, dann schnappen wir uns doch da mal einen kleinen Sklaven. Damit haben wir das da unten. Und hier gibt's noch... Ne, da gibt's keine Tür mehr. Gibt's da oben noch eine Tür? Ja, da oben gibt's noch eine, aber die ist eigentlich für einen Eimer. Die ist total unnötig. Na, dann mach du mal die Tür platt. Und hier oben gibt's nichts mehr. Da gibt's noch was Weißes. Das Weiße dürfte eigentlich bloß ein Eingang sein. Nötet mein Gold. Ah, hier ist dieser Eingang, genau. Gut, auch da ist nichts mehr. Das heißt, wir können die Bibliothek eigentlich mal abgehen und schauen, was wir so haben. Wir haben Sichern. Wir haben Level steigern. Und das war's. Wir haben keinen Kreaturentransfer, das heißt, wir werden auch keine Kreaturen übernehmen. Das heißt, diese ganze Weitertreiberei und Fortspielerei und so ist eigentlich total für den Eimer. Euer Dungeon wurde verstärkt. Eure Kreaturen wurden mit Erfahrung gesegnet. So, das haben wir jetzt auch noch gemacht. Dann speichere ich jetzt nochmal schnell. Und hups. Und dann sehen wir uns in der nächsten Karte wieder. Na? Stinkingen. Die Blumen liegen zertrampelt im Dreck. Ihr ekliger Gestank wurde durch den Duft von schmutziger Wäsche und den Innereien der Menschen ersetzt, die von euren Dienern bearbeitet wurden. Ein bemerkenswerter Fortschritt, da stimmt ihr sicher zu. Natürlich. So, haben wir Punkte gekriegt? Ja, wir sind in Level 17 und haben 2007 Punkte gemacht.
sehr schön.